Herzlich willkommen bei Filmpool. Filmpool ist eine Firma, die Filme macht fürs Fernsehen und ihr seht deren Formate. So, Filmpool war heute da. Ich habe das bei TikTok rausgehauen. Ich habe auch viele, mit denen ich rede, die bei Filmpool arbeiten. Wir hier machen Filme, ja. Wir drehen auch wie Filmpool, ist auch richtig. Wir haben auch unsere Studios, auch richtig. Aber für den kleinen, normalen Bürger, mir fällt halt auf, das ist YouTube und nicht TikTok, Snapchat. Da läuft alles anders. Facebook auch. So, Facebook, auch gerade mit Smalltalk, wollen einen imaginären Raum erzeugen, weil Herr Zuckerberg eine Firma Optimus aufgekauft und mit Optimus, nicht Optimus Prime bei, ihr wisst schon, Transformers, nein, die heißt Optimus und die hat Brillen hergestellt, 3D-Brillen und Facebook möchte einen Raum aufbauen, in dem wir dann in 3D arbeiten werden können. Facebook wird schätzungsweise 10.000 Leute einstellen, die dann dafür arbeiten. Dieser virtuelle Raum, wo wir dann unsere Avatare zum Leben bringen, wie es so funktionieren soll, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob unsere Avatare dann durch einen Algorithmus selber erstmal leben und wir nacheinander einsteigen können, weiß ich nicht. Virtual City gab es als Spielfilm, da ist ja auch irgendwann mal eine eine künstliche Intelligenz, KI. Ja, der Film war nicht schlecht. Virtual Reality, also virtuelle Realität will Facebook Zuckerberg ins Leben rufen, 10.000 will er einstellen dafür, bin ja gespannt. So, bin nur gespannt auch, wie teuer solch eine Brille werden soll. Warum mache ich so ein Video? Ich mache so ein Video, weil mir aufgefallen ist, dass ich persönlich gar keine Zeit habe, um Videos zu machen. Ich nehme mir die Zeit, ihr wisst aber, sobald ein Kunde geht die Kamera aus. Es ist sehr, 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 sehr selten, dass ich so ein langes Video wie jetzt, ich vermute jetzt, weil wir eine gewisse Uhrzeit haben, ich machen kann. So. Ich hatte, wie gesagt, Filmpool gerade da und habe mir dann erklären lassen, dass Filmpool wie Brainpool damals, nur Brainpool gibt es wirklich nicht mehr, Brainpool hat sich aufgelöst. Und jeder, der für Brainpool gearbeitet, beziehungsweise der Geschäftsführer, beziehungsweise der Inhaber von Brainpool, die existieren ja alle auf irgendeine Art nicht mehr. Ich wüsste nicht, Stefan Raab sieht und hört man nicht. Ich keine Ahnung, wo der arbeitet, was er arbeitet. Das gibt er halt nicht preis. Und Elton, okay, Elton ist halt noch im Fernsehen zeitweise zu sehen. Ich muss ehrlich gestehen, ich schaue kein normales Fernsehen mehr. RTL und wie die alle heißen. Ich habe alles noch. Ja, ich habe also die Telebox. Ich könnte wirklich tatsächlich, ich kriege auch jeden Tag, so wie jetzt gerade eben auch, eine Nachricht. Stargate. Ich liebe Stargate, aber ich habe fast Stargate alles gesehen. Und wenn ich sehe, wie die Darsteller heute ausschauen, weil Stargate nur noch in der Retorte zu sehen ist, nicht mehr im Ist-Jetzt. Wie Matrix und die Dark Channels und wie die alle geheißen haben, die Serien, die gibt es ja auch gar nicht mehr. Ja, sind auch nicht weitergemacht worden, leider. Life Matters zum Beispiel war auch eine tolle Geschichte, ja, eine kosmische Geschichte, eine außerirdische Geschichte. War nicht schlecht. Ja. Und also es gab einige Science-Fiction-Serien, auch wie 1999 oder Mondbasis 1999, Mondbasis Alpha 1. Die Serie, natürlich Captain Kirk ab 66, 69 aufwärts mit seinem Enterprise. Und dann ging Enterprise ja immer weiter mit Picard und wie die alle geheißen haben. Es kommen ja immer neue hinzu. Ich habe die Zeit zum Bewegen bekommen. Ich bewege mich jetzt, damit die Uhr... Ja, schon ist die Uhr Zeit, sich zu bewegen. Nicht jetzt, sag tschüss. Ach ja, ich bin 3516 Schritte schon gelaufen. Ich habe mich also genug bewegt. Gut, ich soll mich jeden Tag 6000 Schritte und die werde ich auch einhalten, weil ich gerade eben jemanden Ja gesagt habe. Ich habe Ja gesagt, das bedeutet, dass ich heute Abend mindestens
wenn ich zu Hause angekommen bin, über 6000 Schritte gelaufen sein werde. So, ihr merkt schon, ich lebe in einer elektronischen Welt. Alles ist hier elektronisch, weil es ist ja wirklich das Medienhaus. Wir machen ja nicht nur Medien, wir arbeiten ja auch mit den Medien. Und wir hören eure Geschichten, wie gerade eben, wie gesagt, Filmpool. Ich habe zugehört, ja, wunderbar, was ihr alles so macht bei Filmpool. Ja? Und ich kenne ja auch das MMC-Studio in Köln, was da abgeht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir können nicht alle vor die Kamera. Natürlich können wir alle vor die Kamera bei Telegram und wie das alles heißt. TikTok vor allen Dingen. TikTok, wir sind ja alles TikTokers. Ne? Bei TikTok habe ich natürlich jetzt sehr schöne Sachen machen können, weil ich ja dann diesen Overlay benutzen kann. Und mit diesem Overlay, sie freut sich, weil ich ihr versprochen habe, was zu holen. Ja, so ist Papa. Papa ist halt so, Papa holt für Tochter, kennt ja nichts. Ich meine, Tochter ist alt genug, sie könnte selber. Ja, aber wie das so ist, Papa macht. Ist so, weil Frau hat keine Zeit, weil Frau hat nie Zeit. Ist halt so, Frauen müssen schön sein, weil Frauen schön sein müssen, haben sie meistens nie Zeit. Das ist halt so. Ach herrlich, also das sind hier die Shop-Plaudereien. Die Shop-Plaudereien werden nicht jedem gefallen, wieso auch, weil darauf möchte ich ja hinaus. Also Filmpool macht halt, Filmpool bei Google eingeben, bekommt ihr zwei Seiten. Einmal die Quelle Filmpool und einmal das Casting, wo ihr, wenn ihr unbedingt zum Film möchtet, wenn ihr unbedingt da solche Serien mitmachen möchtet, als könnt ihr euch casten lassen. So, jetzt komme ich nämlich auf das Ganze und zwar Amazon. Amazon castet im Moment. Bei Amazon könnt ihr anfangen im Moment. Ohne Ausbildung, ohne Dinge, sondern durch sowas. Hallo! Hallo! Copy? Copy? Ja, copy. Okay. Meine lieben YouTuber, seid mir bitte nicht böse, aber TikTok macht mehr Spaß. Ja, Snapchat macht mehr Spaß. Ob Facebook jemals wieder Spaß machen wird, weiß ich nicht, weil es hat sich ja alles nicht schwer verändert. Ich meine, bei TikTok höre ich schon gar nicht mehr hin, wenn irgendwelche anfangen mit ihrem Corona da, ja. Und philosophieren und was weiß ich nicht alles. Gerade hat man mir gesagt, dass 200 Mitarbeiter in einem Krankenhaus und sagen, nein, ist nicht, wir lassen uns nicht impfen, gut ist. Ja, ich weiß nicht, was solche Berichte sollen. Dann Evarim Overim, also der Overim, Sohn von Overim, ist halt überführt worden, dass er die Kette nicht getragen hat. Er hat also die Judenkette nicht getragen. Kann man im Video, Überwachungsvideo des Hotels sehen. Ich frage mich jetzt die ganze Zeit, was soll das? Ja? Okay, das ist Bild. Bild hat ja jetzt auch diesen Web-TV-Träger. Also noch einmal, seid mir bitte nicht böse, was ich jetzt sage. Aber 1979, wie wir wirklich tatsächlich aus den Jahren 70 haben wir 9 Jahre daran gearbeitet, gehört haben, nee, geht nicht. Hm? Geht nicht. Gut. Dennoch haben wir Web-TV gehabt. Wir haben UPROM-TV, Du bist TV. Wir haben also vieles gemacht mit vielen Leuten, die uns dann geholfen haben. Und ja, ist halt so. Und es hat dennoch nicht funktioniert, weil das Geld, also die Ideen wurden uns weggekauft. Und in dem Moment, wo diese Ideen weggekauft wurden für sehr teures Geld, ist ja klar, dass das stirbt. Dass andere jetzt Facebook haben, Snapchat, WhatsApp. Ich weiß noch, wie diese Werbung war. WhatsApp! Wer kann sich daran noch erinnern? Huh? WhatsApp! Keiner wusste, was das ist. Ja? Es war so ähnlich aufgemacht wie eine andere Firma, die da alles so in so einem Schrägmodus hatten, da so schwarz-weiß mit merkwürdigen Farben. Ne? Ja, wie gesagt, habt ihr ja vielleicht schon gesehen. Gut, ich weiß jetzt wirklich tatsächlich nicht mehr, weil ich aus dem Beruf stamme. Das ist für mich Normalität und ich schaue mir das nicht mehr an, was andere anbieten. Ich habe in einem Video über Filmpool gesprochen, die also auch hier waren. Ich hatte also einige Vertreter von Filmpool hier. Hier war alles mal. Es war einmal vor langer Zeit alles hier. Es hat viel Spaß gemacht. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ob das 1, 2, 3 war, diese Sendung,
ob das mit dem Plop war oder der Fliefertüt und der rote Wagen, ich komme schon gar nicht mehr drauf, das war ein alter Blitz, ein Opel, und das war so eine Art Feuerwehr. Wie gesagt, das Problem ist ja, dass die aus der Vergangenheit halt nicht mehr leben. Es sind schreckliche Sachen passiert und deswegen stört mich das jetzt mit eurem Corona-Gedöne nicht. Punkt. Mich interessiert Corona nicht. Ich mache nicht mit. Punkt. Bleibe ich eben alleine. Doppelpunkt. Stört mich nicht. So. Etwas nervt schon das Kreativsein. Die Kreativität. Man möchte kreativ sein, geht aber nicht. Das ist das Einzige, was mich stört, weil ich kann das zwar alles alleine machen, wir haben uns gerade über Step Motion unterhalten, ja, kann man machen. Ja, ich kann jetzt hier diesen Panzer hier nehmen und dann tick, 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 klack, 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 und dann würde das von selbst gehen, wisst ihr ja, ne? So, weil das hier in der Fernbedienung nicht funktioniert. Das ist so ein Einfachteil hier. Und dann fährt vorwärts, links, rechts, und das war's. Na, ja, okay, rückwärts auch. Aber diesen Hebelsenker ist da nicht bei, den müsste ich dann animieren. Ne? Ja, okay, ist ein Panzer. Egal. So, ich habe vieles hier, weil vieles hier gemacht wird. Wir machen hier so viel, dass wir schon gar nicht mehr wissen, was wir alles machen. Ja? Wenn ich mir das alles anschaue, was hier ist, was wir haben und was wir können, es wäre natürlich, oder es würde aussehen wie bei Enterprise. Nur um das machen zu können, braucht man Muskelkraft, und die habe ich leider nicht mehr. So, wenn ich jetzt Muskelkräfte besorge, habe ich das nicht mehr. Versteht ihr, was los ist? Mir fällt das auf, durch Corona ist uns sehr viel weggenommen worden. Durch Corona ist uns auch sehr viel abhanden gekommen, vor allen Dingen der Frohsinn. Das Lachen, das Spaß haben. Boah, so viel ist uns genommen worden durch Corona, durch diese ganzen Aktionen. Und ihr lasst das zu. Also ich bin nicht wichtig. Ich kann verschwinden, dann bin ich weg und gut ist. Aber denkt doch mal für euch. Ihr wollt mir doch nicht erklären und ihr wollt mir auch nicht erzählen, dass es euch gut geht. Es geht euch nicht gut. Das ist alles gelogen. Also bei den wenigen, denen es gut geht, das sind die Reichen. Die richtig Reichen, denen geht es gut, weil die machen mit. Die machen bei jeder Lüge mit, weil sie da Profit bekommen. Wir können bei keiner Lüge mitmachen, das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Und das werden wir auch nicht tun. Wir werden es nicht tun. So. Die traurige Zeit, in der wir leben, ist nun mal, dass wir diese Zeit erleben. Und dass wir da durch müssen. Wir müssen durch diese traurige Zeit durch. Wenn ich bedenke, dass ich gleich die Mütze wieder vor der Tüte, also die Tüte vor dem Mund haben muss, dann einen Wagen vor mir herschieben muss, nur weil ich für meine Tochter da eine T-Com-Karte besorge. Ja, ich meine, hätte sie jetzt selbst besorgen können, aber ich helfe ihr ja. Ich besorge ihr also eine T-Com-Karte. Ne? Telekom, lässt grüßen. Ja, nee, tue ich nämlich nicht. Das ist eine Aldi-Karte, genau. Bei T-Com brauche ich keinen Wagen, dann gehe ich so rein. Naja, aber ich muss mal schauen, also wie gesagt, bei Aldi gehe ich so rein mit dem Wägelchen, Tüte vom Mund, und kaufe ihr eine Aldi-Karte, eine Smalltalk-Karte. Sie freut sich dann, dass sie dann wieder Smalltalken kann, wenn ihr versteht, was ich meine. So, heute Abend freue ich mich persönlich wieder auf die Rosenheim-Kops. Was haben wir heute? Richtig, Dienstag. Dienstags freue ich mich halt. Und wenn ihr immer dieses Geräusch da hört, ja, das war ein Auto. Das hier ist wie immer eine 5.1 Kamera, und diese 5.1 Kamera nimmt alles auf. Die gesamten Geräusche nimmt die auf, und dieses Geräusch da draußen ist nun mal im Oktober das Geräusch, das man fast überall hört, nämlich das Pustegeräusch des sogenannten Pustemeisters, der da die Blätter immer wegpustet. Ich weiß zwar nicht, wohin sie pustet, aber er pustet die zu einer Stelle, wo ein anderer kommt. Jawohl, ein anderer. Und macht daraus einen Sack voll. Na, er macht einen Sack voll mit Laub. Richtig, ein Laubpust-Typ. Ein Typ, der ein Laubpust-Gerät pustet. Ach komm, vergiss es. Ach, ihr guckt ja eh nicht. Ich meine, die ein, zwei, die hier geguckt haben, schmunzelt, macht, was ihr wollt. Und gut ist. Aber bei TikTok, Snapchat,
und so weiter, macht es mehr Spaß, dann macht es halt mehr Spaß. Und da sind auch viel mehr. Und da gehen auch viel, viel mehr on. Auch von Filmpool gehen da viele on. Ich habe auch gerade, wie gesagt, Smalltalk, beziehungsweise sie haben Smalltalk. Ich habe ja nur getippt. Dann habe ich mir den Kosmos angesehen. Ich schaue mir da die Astronauten an. Ja, ist halt so. Ich finde es hochgradig interessant, wenn ich das Original sehe und wenn ich dann einen sehe, der aus diesem Original eine Fiktion macht, dass da Außerirdische sind. Also ich finde das hochgradig interessant. Deswegen habe ich auch einige Videos gemacht, wo ich gesagt habe, es kann ja wohl nicht sein. Wir sind alle ausgetauscht worden, die Aliens haben übernommen. Ich suche immer noch diese Brille, damit ich sie sehe. Ich meine, der Film war okay. Warum ich jetzt darauf komme? Ich komme jetzt darauf, weil einige Filme frei waren, die ihr sehen durftet, frei. Und jetzt müsst ihr dafür bezahlen. So, bei Amazon Prime kostet genau dieser Film plötzlich Geld. Bei Netflix kostet dieses zusätzlich Geld. Oder der hat es nicht mehr im Portfolio, der hat es nicht mehr im Portfolio. Plötzlich hat Disney es in seinem Portfolio. Dann schaltet Disney um. Wenn du nämlich noch einer bist, der 6,99 Euro gezahlt hat, zahlst du jetzt 8,99 Euro. Hallöchen, ich bin hier. Hallo. Hi, was darf sein? Komm hier.